Morgen ist es soweit. Morgen findet die Aufsichtsratssitzung des FC Bayern München statt. Eigentlich sollte da über die Zukunft von Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić entschieden werden. Die ist jetzt aber schon entschieden. Die beiden wurden entlassen. Aber worum geht es denn überhaupt auf dieser Sitzung dann morgen? Alles dazu und ob es möglicherweise dann vielleicht noch mehr Entlassungen geben könnte oder ein neuer Bayern-Boss bestimmt werden wird? Alles dazu hier im Video. Vorab lasst gerne ein Like auf das Video da und natürlich auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Aber damit dann auch schon zurück zum Video. Ja, bei der Sitzung morgen, da werden nicht nur die Aufsichtsratmitglieder des FC Bayern München und alle sportlichen Verantwortlichen dabei sein. Nein, da werden unter anderem eben auch Vertreter der Partnerfirmen dabei sein. Beispielsweise Adidas wird vertreten sein, Allianz und wie sie alle heißen. Und genau deswegen ist es sehr, sehr kritisch. Man hat zwar einen guten Umsatz in diesem Jahr erzielt, aber abseits des Platzes oder auch auf dem Platz lief es diese Saison ebenso gar nicht. Man hat eine sehr, sehr schlechte Saison gespielt. Klar, man konnte den Meistertitel zwar noch feiern, aber trotzdem war diese Saison von einigen Skandalen geprägt. Dazu kommt ein separates Video nochmal, aber wie werden denn alle Partner auf diese Saison und auch diese ganzen Entlassungen, sei es jetzt von Nagelsmann, sei es jetzt von Kahn, Salihamidžić und wie sie alle heißen, wie werden die Partner reagieren? Eins ist klar, Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, die werden dabei sein müssen und werden die Partner so ein bisschen, ich sage mal, besänftigen müssen. Denn man wird auf dieser Sitzung schon einiges abklären, was auch die neuesten Transfers angeht und man wird dort festlegen, dass einige richtige Krache geholt werden. Um zum einen natürlich sportlich im nächsten Jahr wieder mithalten zu können, aber auch um zum anderen, um die Marke des FC Bayern Münchens einfach weiter zu stärken und die Partner auch bei Laune zu halten. Es wird dann eben eine komplette Neustrukturierung um die Position von Salihamidžić und Kahn geben. Klar, mit Dresden hat man einen neuen Geschäftsführer schon gewählt, aber auch die Nachfolger von Hasan Salihamidžić, die sollten dort möglicherweise besprochen werden, möglicherweise steht schon jemand fest, möglicherweise gibt es dort auch eine ganz andere Idee mit Tendenz Rummenigge Hoeneß Comeback, vielleicht gibt man dann Tuchel mehr Macht, all diese Möglichkeiten werden dort auch besprochen werden. Es gibt also wirklich einige Themen, die auf dieser Sitzung besprochen werden. Vor allem geht es natürlich auch um das Budget, was für die nächste Saison für Transfers zur Verfügung steht. Aber es kann natürlich auch noch weitere Entlassungen geben. Ein neuer Bayern-Boss wie Salihamidžić-Nachfolger könnte eingesetzt werden. Es könnte aber auch noch Herbert Hainer treffen. Es könnte auch noch weiß Gott wen treffen. Vielleicht strukturiert man sich komplett nochmal um. Vielleicht wird aber auch noch das Budget besprochen und der Verein wird erstmal so weitergeführt, wie er aktuell aufgestellt ist. Ist jetzt ja auch noch nicht so lange so, hat man ja dann zwei Tage gerade so einen neuen Geschäftsführer, dann könnte man ja eigentlich auch mal so weitermachen. Es wird also richtig spannend, um was es da morgen alles gehen wird, was aus dieser Sitzung die Konsequenzen sein werden. Aber eins ist für mich klar, der FC Bayern München, die werden im Sommer richtig, richtig auf die Kacke hauen und die Bayern-Dominanz, die wird in der Bundesliga einfach so weitergehen. Gerade nach so einer schlechten Saison, mit einem Hoeneß-Comeback, mit einem Rummenigge-Comeback, das ist wirklich die letzte Chance gewesen, meiner Meinung nach, für die Konkurrenz in der Bundesliga mal was zu reißen. Und es würde mich nicht wundern, wenn die Konsequenz dieser Sitzung ist, dass man Declan Rice holt, dass man Harry Kane holt und am besten Lucas Hernandez verkauft und dann am besten, keine Ahnung, Virgil van Dijk noch in die Innenverteidigung stellt. Also es würde mich hier bei den Bayern wirklich gar nichts mehr jucken. Und man muss ganz klar sagen, man muss irgendwas tun, um auch die Fans zu beschwichtigen. Vielleicht kommt ein Robben auf die Salihamidžić-Position. Man muss bei den Fans Punkte sammeln, weil die sind entzürnt. Wie kann man mit dem Verein so umgehen? Eine Minute nach der Meisterschaft wird direkt bestätigt, als Kahn, Salihamidžić, beide raus. Nagelsmann Rauswurf, das war auch keine leichte Sache. Robert Lewandowski Abgang, das war auch für die Fans nicht so gut. Und man muss sagen, es wird vielleicht wirklich an der Zeit, dass man bei den Bayern richtig was ändert. Und das wird aber auf jeden Fall zum Nachteil der Konkurrenz sein. Was ist eure Meinung? Was erwartet ihr euch von dieser Sitzung? Ich bin gespannt. Bis dahin, Leute. Ciao.